Ordel, der steht in Dresden eben dort, wo man jetzt versucht, so schnell wie möglich eben die Trümmer aus dem Fluss zu holen. Ist man denn im Plan? Kann man das überhaupt sagen? Was passiert aktuell, Lutz? Ja, was der Plan ist, das wissen wahrscheinlich die, die hier vor Ort jetzt arbeiten, auch nicht. Also es ist ein Wettlauf mit der Zeit. Und wenn man sich das Ganze hier ansieht, dann ist es schwer vorstellbar, dass der noch zu gewinnen ist. Wir sehen die in verschiedenen Segmenten jetzt zusammengebrochene Brücke. Und ganz hinten bei den türkisfarbenen Abrissbaggern, es ist jetzt gerade mal wieder Pause. Dort versucht man jetzt erstmal die Gleise rauszureißen und will dann diese Brückenteile zerkleinern. Die müssen dann abtransportiert werden. Da hinten ist es ganz wichtig, weil das eigentlich das klassische Überflutungsgebiet ist. Also dort steht bei einem Hochwasser, auch was nicht allzu groß ist, stehen die Elbwiesen unter Wasser. Da will man das Teil weghaben. Und wenn wir weiter nach vorn gehen, in der Mitte, dieses Teil ist in der Nacht zusammengebrochen von selber. Also da war man jetzt nicht mit Sprengungen dabei. Dieses Teil müsste dann als nächstes dran sein. Und dann kommen wir zurück zu dem eigentlichen Teil, was ja als erstes zusammengebrochen ist, was in der Elbe liegt. Ich glaube, da kann sich keiner vorstellen, wie man das noch bis zum Einsetzen der Flut wegbekommen soll. Weil eins ist ja auch klar, je höher der Wasserpegel steigt, desto schwieriger ist es ja auch, in dem Wasser dann drin zu arbeiten. Wir haben momentan noch Niedrigwasser, also wir sind so bei 1,30 Meter. Erwarten aber morgen dann 3 Meter schon, und das ist eigentlich der Normalstand, den die Elbe hat. Und alles, was dann kommt, das ist momentan noch in Berechnungen, und das ist eben das, wo viele so Angst haben vor den Fluten. Lutz, war eine wichtige Brücke in die Stadt, aber eben auch aus der Stadt heraus. Hat man sich, ich will mal salopp sagen, man musste sich damit arrangieren. Aber wie läuft denn das jetzt mit dem Verkehr in die Stadt, aber eben auch nach draußen? Das ist, wenn wir so schauen können, nicht das große Problem. Es bilden sich auf den verbliebenen Brücken tatsächlich keine längeren Staus. Also das ist wirklich nicht das Problem der Dresdner im Moment. Das Problem ist, was kommt mit dem Wasser aus Tschechien? Und da gibt es nun verschiedene Rechenmodelle. Man spricht von 400 Litern pro Quadratmeter, die fallen könnten. Man weiß allerdings noch nicht genau wo. Also vielleicht auch in weiter östlich, eher an der polnischen Grenze. Dann würde das Wasser eher in die Neiße reinkommen. Hier gibt es Berechnungsmodelle, die klingen so atemberaubend katastrophal. Also da gibt es sogar Wasserstände von 10 Metern nächste Woche, die angenommen werden. Das wären 9 Meter als jetzt, und das wäre 1 Meter mehr als bei dem Jahrhunderthochwasser 2002. Und dann hat man eben Angst, wir können noch mal rübergehen. Also wenn wir hier eine Blockade haben, hier würde natürlich auch das Treibgut aufgehalten werden. Klar, es sind Milliarden in den Hochwasserschutz seitdem investiert worden. Aber natürlich ist die Überflutungsgefahr, auch die Gefahr, dass diese Brücke dann mitgerissen werden kann, die ist gegeben. Und keiner kann wirklich sagen, ob es nicht möglich ist, dass diese Wassermassen dann die Teile, die im Wasser verblieben sind, mitreißen. Und dann geht es weiter zur Augustusbrücke. Da sind die nächsten Pfeiler. Ich weiß nicht, ob wir da noch rumschwenken können. Diese historische, jetzt zur Fußgängerbrücke umgebaute Brücke. Also wenn dort natürlich solche schweren Betonteile gegen die Brückenpfeiler knallen würden, dann wäre die nächste Brücke nicht mehr in Dresden ja existent. Das ist das, was droht, wenn es eben nicht gelingt, jetzt hier wirklich noch massiv wegzuräumen. Die paar Einsatzkräfte, die jetzt hier vor Ort sind, die können das nicht schaffen. Lutz Stordl, recht vielen Dank nach Dresden.